Generell, sein Kumpanelle erscheint mir auch nicht so ganz helle. Kumpanelle ist kein Wort. Dichterische Freiheit, Staatskasper. Der ist mir sympathisch. Kann er noch mehr? Ah, schade. Der Muffel. Haben Sie eine Fahrkarte, Sir? Sorry, was sind Sie? Zugschaffner, Sir. Richtig, Sie sehen ein bisschen geisterhaft aus, Sir. Das tue ich, das tue ich. Sind Sie ein Geist? Überhaupt nicht, Sir. Geister sind blau, zum einen. Und man kann sie nicht sehen. Nicht ohne passende Ausrüstung. Nein, wir sind von der Dark Side. Was machen Sie denn hier? Zug steckt fest, Sir. Mache meinen Job, damit die Passagiere in Sicherheit sind, bis das korrigiert ist. Korrigiert? Ja, Sir. Ich bin sicher, dass diese Jungs von der Brightside Division sich das gerade ansehen. Brightside Division? Brightside Division. Richtig. Warum sind Sie hier? Wie ich sagte, Sir, der Zug steckt fest. Nicht sicher, was es verursacht hat. Wahrscheinlich ein Problem mit den Schienen, Sir. Müsste ich im Kontrollraum nachsehen, um sicher zu sein, aber ich kann meinen Posten nicht verlassen. Fahrkarte? Dachte ich mir, ich fürchte, ich muss euch Feste bitten zu gehen. Haben Sie uns gerade Feste genannt? Sicher nicht, Sir. So etwas würde ich nicht sagen. Kommen Sie jederzeit wieder, Sir. Irgendwas an diesem grünen, transparenten und gruseligen Zug lässt vermuten, dass er nicht hierher gehört. Ein Pümpel, aber ohne das Gummistück. Ein Stock also. Ich würde mich fragen, ob diese Kamera etwas Nützliches eingefangen hat. Aber ich kann sehen, dass das Leuchtlämpchen nur aufgemalt ist. Der Kontrollraum ist abgeschlossen. Noch. Bulle! Ach komm schon, Detective. Du weißt genauso gut wie ich, wie diese Dinge laufen. Na dann, brich ein. Da scheint etwas drin zu sein. Abholschein. Ein leuchtend grüner Abholschein, auf dem steht zum Mitnehmen. Mehr kann ich nicht wirklich lesen. Oh! Ach nee, eine Ratte. Ich dachte, es wäre ein Hund. Ziemlich große Ratte. Iiii. Mein Einkommen ist schlecht, aber nicht so schlecht, dass ich Toilettenpapier in der U-Bahn klauen muss. Oh, nee. Dieses Geräusch klingt wie meine Karriere, seit ich der Darkseid Division zugewiesen wurde. Verpiss dich! Day of the Tentacle! Was zum Himmel ist das? Nicht sicher, aber ich glaube, wir sollten es dahin zurückschicken, wo es herkam. Na? Das will wohl nicht weg, hä? Das klappt nicht. Du könntest sagen, dass es untentakelig ist, es da zu lassen, wo es jetzt ist. Ich muss etwas finden, womit ich es runterdrücken kann. Aber wir müssen mal gucken. Day of the Tentacle ist eigentlich ein Klassiker, was so Point-and-Clicks angeht. Und ich glaube, da gibt es sogar eine Remastered-Version. Das wird da irgendwie, müssen wir mal gucken. Mein Bauchgefühl sagt dazu nein. Hä? Ach, verpiss dich. Sorry, Sir. Check. Hi da draußen. Oh, tut mir leid, die Tür war nicht abgeschlossen. Ja, das Schloss ist kaputt und ich habe keine Füße, die ich dagegen stemmen könnte. Richtig. Nun, ich lasse dich mal damit allein. Wow, warte mal, Daddy-O. Ich bin in einer abgefahrenen Situation. Vielleicht kannst du mir aushelfen. Oh, um was geht es?
In der Bude hier ist kein Toilettenpapier mehr, Daddy-O. Und ich brauche das irgendwie. Ja, sicher, sicher, wir können nachsehen. Bist du ein Abholschein vielleicht? Ist das deine? Nee, aber ich habe sie in meiner Tasche gefunden. Habe sie auf dem Weg hierher in den Eimer geworfen. Hätte sie behalten, wenn ich gewusst hätte, dass hier kein Papier ist. Ja, dann nimm das doch. Gut, dann gehen wir halt. Verpiss dich. Verpiss dich. Bitte sehr. Hier, Mann. Sorry, dass du hier so lange rumhängen musstest. Abgefahren, Daddy-O. Hier, nimm diese Münze als Dankeschön. Verpiss dich. Mit der Münze werden wir uns doch bestimmt einen Fahrschein holen können. Es gibt nicht die geringste Chance, dass das funktionieren wird. Oh, richtig. Natürlich. Okay. Bitte sehr, der Herr. Eine Fahrkarte. Na gut, dann mal weiter, schätze ich. Hippie-Mädel. Oh. Ach, hallo du da. Hi du. Was hast du vor? Ich war auf meinem Weg nach Frankenstein-Cisco. Offensichtlicherweise, aber dann saßen wir plötzlich hier fest. Dieser Ort ist furchterregend. Wieso? Also erstmal gibt es hier kein einziges schreiendes Biest am Himmel, niemand wird vom Schattenmann verfolgt und nichts brennt. Nichts. Vielleicht bist du doch nicht so ganz mein Typ. Na, Oma! Oma Guli, bist du es? Sorry, mein Schatz, ich bin Oma Guli. Du siehst aus wie mein kleiner Patrick, obwohl... Ich heiße auch Patrick. Machtest du als Kind auch? Ich sehe was, das du nicht siehst. Und ob? Ich sehe was, das du nicht siehst. Das Ende der Welt kommt. Die Welt frisst sich selbst auf. Blutige Flüsse überschwemmen die Straßen. Ich kenne diese Version des Spiels nicht. Oh, das mit der Endzeit war Patricks Lieblingsspiel. Oma ist cool. Ich mag deine Brille. Jo, ist meine Partybrille. Auf dem Weg zu einer Party? Immer, Liebling. Überall ist Party. Wenn ich meine Brille aufhabe. Und ich habe immer meine Brille auf. Sogar hier, jetzt. Wir machen Party im Zug. Oh, ein Darkseid-Portal. Es sieht aus, als hätten wir unseren Hauptverdächtigen für diese ganzen seltsamen Geschehnisse gefunden. Sie haben das Recht zu schweigen, wenn sie befragt werden. Alles, was sie sagen oder tun könnte... Dule, was machst du da? Ihm seine Rechte vorlesen. Und wie genau hast du vor, das zu verhaften? Mit meinen Handschellen offensichtlich? Topnoten für Enthusiasmus, Dule. Sieht aus, als hätte der violette Riss einen Komplizen. Ich werde ein zweites Paar Handschellen brauchen. Agent McScream? Die kommen mir bekannt vor. Bemerkt das Feuer die Flamme? Bemerkt die Dunkelheit den Schatten? Bemerkt der Sturm den... Ah! Wind, Regen? Verdammt, Mann, ich habe den Faden verloren. Sie sind ja also der Agent, was? Wir sind alle Agenten der nie endenden Jagd. Diener der kriechenden Todeslücke. Minister der Grausamkeit der Welt. Nun, ich bin froh, dass es Ihnen gut geht. Danke. Es war eine Menge harter Arbeit und Nachtschichten im Büro. Irgendeine Idee, was hier los ist? Eindringlinge, Freunde, fleischige Ungeheuer.
Dinge, die nicht hätten geschehen sollen. Die Spuren des Chaos verflechten sich. Also nicht wirklich eine Idee dann? Nein. So, Geheimratsecken, wie kommen Sie da damit klar? Das Ende kommt für alle von uns. Entropie ist eine grausame Herrin. Ja, hoffen wir. Das kommt vom Aufwachsen in diesem seltsamen Loch. Das wäre ein komischer Dialog. Ich gehe besser. Wir sollten alle an die Orte gehen, an denen wir am besten wären. Yeah! Raxa! Endlich mal eine Autorität hier. Hey, sorry Kumpel, aber du bist kein Deutsch schlauer als der Rest von uns. Hey Detective, wie geht's? Raxa, was machst du denn hier? Bin gerade auf dem Weg vom College nach Hause. Dann wurden wir umgeleitet, wo auch immer wir gerade sind. Wir sind jetzt an dem Fall dran, also mach es dir bequem. Er meint, schon gut, ist angekommen. Lass mich wissen, wenn ich helfen soll. Machen wir. Hallo? Du da, die. Ich frage mich, ob du weißt, was los ist. Bleib zurück, Monster! Ganz ruhig. Sorry, ich dachte, sie wären er. Er? Der intensive Mann im Tunnel, der droht jeden zu verhaften, / essen, der den Zug verlässt. Verhaften oder essen? Ja, ich bin nicht sicher, wer das aussucht. Was ist hier los? Sie sind wirklich nicht er. Ich weiß nicht wirklich, was passiert ist. Wir haben die letzte Station pünktlich verlassen. Dann waren da so komische blinkende Lichter und jetzt sind wir hier. Wo auch immer hier ist. Wo ist der Mann, von dem Sie andauernd sprechen? Er sieht ein bisschen wie Sie aus. Also gar nicht jetzt, wo ich Sie sehe, also richtig sehe. Er stapft vor diesem Zug herum, schnüffelt nach Hinweisen und knurrt, wenn er uns sieht. Hat er bisher jemanden verletzt? Zum Glück nicht. Er scheint mehr bedrohlich als gefährlich zu sein. Tschüss. Wenn Sie noch etwas brauchen, ich bin hier. Tut mir leid, das mit der Verwechslung vorhin. Nichts nutz. Ey, bloß weil er lange Haare hat. Hey, Alter. Wir sind schon seit Urzeiten in diesem Zug. Was geht? Ich für meinen Teil sehe schwebende grüne Leute. Ich glaube, ich habe heute Morgen wohl ein bisschen zu viel gekifft. Das solltest du mir vielleicht nicht sagen. Ich bin Polizeibeamter. Irre, Alter. Vergiss es. Was geht? Jo. Ich sollte lieber hier bei diesen Leuten bleiben. Sicherstellen, dass es ihnen gut geht. Ja, Mann. Immer locker durch die Hose atmen. Du bist müde von durch den Tunnel laufen, oder? Hör auf, deine Sherlock-Kräfte auf mich anzuwenden. Hä? Was? Wie? Wann? Wo? Was war jetzt passiert? Ach, das ist bestimmt der Typ, der die anknurrt. Nun dann. Du siehst wie einer von diesen Lebenden aus, die hier überall rumhängen. Officer Dooley? Name ist Gulli. Chef der Brightside Division. Brightside? Division. Spezialisten kümmern uns um die Gefahren in der Nachbarschaft sozusagen. Nachbarschaft? Die andere Welt, die aus der du gekommen bist, Sohn. Ich vermute anhand deines Auftretens, dass du ein Detective bist, obwohl eher ein Glückloser. Hey, nehme an, dass du diesbezüglich den Fall gewechselt hast, um eure Weltversion dieser Situation zu untersuchen. Bin ich, können sie helfen? Nein, Sohn, kann ich nicht. Das ist nicht deine Zuständigkeit. Du solltest gehen und das uns Profis überlassen und dich um unseren Zug in deiner Welt kümmern. Sollten sie sich das nicht ansehen? Zuständigkeit, Sohn. Scheint für einen gefährlichen Außenseiter wie dich ein abwegiges Konzept zu sein. Vielleicht sollte ich dich hinter Gitter bringen. Eieieiei. Straßenmusikant. Landkranker Lee. Sing mir ein Lied, Kumpel. Was? Du bist der Straßenmusikant, nicht ich.
So funktionieren Straßenmusikanten hier, du Tourist.